Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur inzwischen 57. Lesung des wundervollen Buches von James Edgar Wiley aus dem 19. Jahrhundert in Deutsch mit dem kurzen Titel Das Doppelgesicht des Papsttums. Es gibt auch noch einen viel längeren Titel, aber obwohl wir in der 57. Sendung sind, kann ich mir das einfach nicht merken und ich finde das auch nicht wichtig. Wer es wissen will, kann es nachlesen. Steht in dem PDF bei. Und das PDF auch nochmal eben interessant, um eben zu vermelden. Das gibt es sowohl das, was ich in der Fakturschrift habe, was ich hier jetzt lese, als auch das von Marius bearbeitete und übertragene in lateinische Schrift gibt es auf archive.org, auf meiner Bibliothek, die ihr unten drin in der Beschreibungsbox dieses Videos findet, wie auch andere weiterführende Links, die interessant sind dafür, die ihr auch in dem Buch findet. Das Buch wird als editierte Version oder ist als editierte Version bei mir veröffentlicht. Das heißt, da sind meine farblichen Unterstreichungen, da sind meine Kommentare, da sind die extra Informationen alle mit drin. Das macht das Buch dann auch noch interessanter zu studieren, weil man immer noch weiterführende Informationen damit bei hat. Und wir werden uns gleich mit dem vorletzten Kapitel des letzten Buches, nämlich des vierten Buches in dem Buch von James Edgar Wiley beschäftigen. Wir haben ja noch ungefähr kleine 100 Seiten, bis das Buch vollständig ausgelesen ist, also werden wir noch ein paar Lesungen machen müssen. Und wie es inzwischen ja eine Tradition geworden ist bei diesen sonntäglichen oder montäglichen inzwischen Lesungen, die ich abends mache, bekommen wir regelmäßig ein Lied von Alexander geliefert dazu. Und auch diese Woche hat er wieder einen tollen Beitrag geliefert. Es geht immer noch um die Heilung eines Blinden. Das heißt in drei Teilen, dass er das vorgesehen hat. Wir hatten letzte Woche einen Teil gehört. Heute hören wir den zweiten. Und wenn Gott will, dann hören wir nächste Woche den dritten zur nächsten Lesung. Und jetzt erstmal dann das Video für heute, um uns auf die Lesung von gleich einzustimmen. Ich wünsche euch ja viel Spaß bei. Alexander hat wieder sehr schön gesungen, aber das könnt ihr auch selbst beurteilen. Danke Alexander und hier das Video ab. Da führten sie, der einst blind gewesen war, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat, als Jesus den Teig machte und ihm die Augen öffnete. Da fragten die Pharisäer ihn wieder, wie er sehend geworden war. Und er sprach zu ihnen, einen Brei hat er mir auf die Augen gelegt. Und ich wusch mich und ich bin nun sehend. Da sprachen etliche von den Pharisäern, dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Und andere sprachen, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es entstand eine Spaltung unter ihnen. Sprachen wieder zu dem Blinden, was sagst du von ihm? Weil er dir die Augen geöffnet hat. Er sprach, er ist ein Prophet. Er ist ein Prophet. Glaubten die Juden nicht von ihm, dass er blind gewesen und sehend geworden war, bis sie die Eltern des Sehengewordenen gerufen hatten. Und sie fragten sie und sprachen, ist das euer Sohn, von dem ihr sagt, dass er blind geboren ist? Wieso ist er denn jetzt sehend? Seine Eltern antworteten ihnen und sprachen, wir wissen, dass dieser unser Sohn ist und dass er blind geboren ist. Wieso er aber jetzt sieht, das wissen wir nicht. Und wer ihm die Augen geöffnet hat, wissen wir auch nicht. Er ist alt genug, fragt ihn.
Er soll selbst für sich reden. Das sagten seine Eltern deshalb, weil sie die Juden fürchteten. Denn die Juden waren schon übereingekommen, dass wenn einer ihn als Christus anerkennen würde, dieser aus der Synagoge ausgeschlossen werden sollte. Darum sprachen seine Eltern, er ist alt genug, fragt ihn selbst. Da riefen sie zum zweiten Mal den Menschen, der blind gewesen war, und sprachen: Gib Gott die Ehre, wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Da antwortete jener und sprach: Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Eines weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehend bin. Sprachen aber wiederum zu ihm: Was hat er mit dir gemacht? Wie hat er deine Augen geöffnet? Er antwortete ihnen: Ich hab's euch schon gesagt und ihr habt nicht darauf gehört. Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt ihr auch seine Jünger werden? Sie beschimpften ihn nun und sprachen: Du bist ein Jünger. Wir aber sind Mose-Jünger. Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat, von diesem aber wissen wir nicht, woher. Antwortete der Mensch und sprach zu ihnen: Das ist doch verwunderlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist. Und er hat doch meine Augen geöffnet. Wir wissen aber, dass Gott nicht auf Sünden hört, sondern wer jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Von Ewigkeit her hat man nicht gehört, dass jemand einem Blindgeborenen die Augen geöffnet hat. Wenn dieser nicht von Gott ist, so könnte er nichts tun. Er könnte nichts tun. Sie antworteten und sprachen zu ihm: Du bist ganz in Sünden geboren und willst uns lehren. Und sie stießen ihn hinaus. Und sie stießen ihn hinaus. Und sie stießen ihn hinaus. Wieder mal ein sehr schönes Lied, Alexander. Wie gesagt, herzlichen Dank dafür. Und jetzt gehen wir in die 57. Lesung, wie gesagt, in dem vierten Buch, das vorletzte Kapitel, Einfluss des Papismus auf den sittlichen und religiösen Zustand der Völker. Der nächste Teil, wir hatten letztes Mal ungefähr die Hälfte dieses Kapitels geschafft. Und jetzt wollen wir probieren, das heute abzuschließen. Schon oben sagt der Autor auf den Seiten 285 fortfolgende, die wir ja bereits gelesen hatten, haben wir bei der Betrachtung der Ohrenbeichte auf die schlimmen Folgen hingewiesen und können uns hier daher kurz fassen. Wir hatten ja nicht nur die Seiten in diesem Buch gelesen, wir sind ja, glaube ich, über die Ohrenbeichte auch noch ein wenig darauf eingegangen in dem Buch von Panizza.
Und das sind die Folgen 36 und 37 für diejenigen, die sich das gerne nochmal anschauen wollen. Die Buße und die Beichte, die Macht der Apostel gegen die Traditionen der Kirche und Nummer 37, päpstlicher Erlass entbindet uns vom Gehorsam gegen das Gebot Gottes. Da kann man das nochmal anschauen, wovon der Autor hier spricht. Wie ein Mehltau fällt sie auf das Familienleben, die oft von jungen, kaum selbst der notwendigsten Erziehung erwachsenen Priester in ungeschicktester Weise gestellten Beichtfragen wirken wie Nachtfröste auf junge Blüten, auf der besseren Jugend warme und zarte Gefühle. Und die Gefahr liegt nahe, dass Gleichgültigkeit und Stumpfheit des Gefühles gegen die handwerksmäßig hergefragten Sünden entstehen. Hergesagten, Entschuldigung, ist ja die Beichte, die werden ja gesagt, gebeichtet. Der Ehemann fühlt gar leicht eben durch dieses Institut etwas Fremdes, ein Geheimnis zwischen sich und seinem Weibe. Und das unbefugte Eindringen eines Dritten wirkt erkältend auf die Gattenherzen. Kinder werden in ein schiefes Verhältnis zu den Eltern dadurch gebracht, dass sie einem anderen bloßlegen müssen, was zu schauen nur beim Vater- oder Mutterauge gebührt. Der Zwang, die Sklaverei, ist der Fluch dieser Einrichtung, der Verfälschung des aus der Liebe hervorgehenden freien Bekennens. Und auf Völker unter diesem Joche kann ihre Last nur deprimierend wirken. In einer Fußnote sagt der Bearbeiter, also der Übersetzer dieses Buches, die Ohrenbeichte, ein unevangelisches Gesetz und ein knechtisches Joch der Gewissen, kann gewiss nicht entschieden genug verworfen werden und die angegebenen üblen Folgen werden ihr sicherlich mit Recht zugeschrieben. Aber mit größter Entschiedenheit müssen wir auch festhalten, dass sie eben auch ein Stück der Konterfeikirche, ein Zerrbild der wahren auf evangelischen Glauben und evangelische Liebe gegründeten, freien, jedes Zwanges enthobenen Privatbeichte ist, deren Folgen ebenso segensreich sein müssen, als die der Ohrenbeichte verderblich sind. Was ich hier in dem zweiten Satz blau angestrichen habe, ist für mich die wichtige Aussage des Hauptsatzes in diesem letzten Satz. Aber mit größter Entschiedenheit müssen wir auch festhalten, dass sie ein Zerrbild der wahren Privatbeichte ist. Was ist denn die wahre Privatbeichte? Was ist denn die Beichte, die biblisch vorgeschrieben ist? Das ist, dass wir unsere Sünden erkennen und dass wir mit unseren Sünden zum Jesus gehen und dass wir ihn um Vergebung fragen, denn nur Gott kann Sünden vergeben. Und wir gehen zu Jesus Christus als Vermittler zum Vater und bitten ihn, uns unsere Sünden zu vergeben. Und da ist keine dritte Person bei. Das ist eine private Beziehung zwischen mir und meinem Gott, zwischen mir und meinem Herrn, zwischen mir und Jesus Christus. Da ist kein Priester dabei. Da ist kein Papst dabei, da ist niemand dabei. Das mache ich in meinem stillen Kämmerlein. Dann gehe ich auf die Knie aus Ehrfurcht und erniedrige mich vor meinem Gott, weil ich gesündigt habe gegen ihn und ich beichte ihm meine Sünden. Und das ist ein Segen, wenn ich meine Fehler einsehe und sie meinem Herrn beichte und um Vergebung bitte und Jesus Christus als meinen Erlöser für meine Sünden akzeptiere, wohingegen es verderblich ist, genau dasselbe zu tun in die Ohren eines ebenso sündigen Menschen und zu erwarten, dass dieser ebenso sündige Mensch, genauso ein geschaffenes Wesen wie ich, die Möglichkeit hat, mir meine Sünden zu vergeben. Deswegen finde ich den Satz so wichtig. Das sind einfach zwei komplett gegenüberstehende Lehren, die wir hier finden. Die Lehre der römisch-katholischen Kirche beim Priester, um Vergebung zu bitten, und die Bibel oder der Bibels Aufforderung, zu Jesus Christus zu kommen und bei ihm um die Vergebung der Sünden zu bitten.
Aus vielen anderen Schlimmen heben wir schließlich nur noch eins hervor. Die papistische Welt hat keinen Sabbat, keinen Sonntag. Und dazu gibt's einen reichlichen Kommentar auf der nächsten Seite. Wie viel die Welt dem Sabbat verdankt, ist unmöglich aufzuzählen. Eben darum auch, wie viel papistische Staaten durch den Verlust desselben entbehren. Der Sabbat senkt sich auf die Erde wie ein Gast aus einer höheren Sphäre mit überirdischen Segnungen beladen, ist eine teilweise Herstellung Edens, ein Vorgeschmack des ewigen, leidlosen Gottesreiches. Seine Ruhe, seine immer wiederkehrende Belehrung und Erbauung stärkt in des Lebens Mühen, wahrt der vor Stumpfheit, zählt in Versuchung, erhebt den Geist zu seinem Urquell und selbst der gewohnheitsmäßige Sabbatschänder empfängt von ihm eine beständige Mahnung an Gott und sein Gericht. Der Sonntag ist ein Bollwerk des wahren Christentums. Ja, der Sonntag hat natürlich seinen Grund, weshalb das hier in Grün steht. Der Sonntag ist ein Bollwerk des wahren Christentums. Ich persönlich beschaue den Sonntag nicht als einen Sabbat. Aber dazu ein Kommentar. Im englischen Original dieses Buches spricht der Autor, also James Edgar Wiley, vom Sabbat. Er spricht nicht von Sonntag. Überall in diesem Kapitel, ja, ich habe also das ganze Kapitel durchgelesen in Englisch und habe nachgeschaut und er spricht immer von Sabbat und erwähnt niemals, dass der Sabbat ein Sonntag ist. Diese Verdrehung kommt also vom Übersetzer, der den Sabbat deutlich mit Sonntag ersetzt. Allerdings entsteht dann doch Zweifel über James Edgar Wileys Sabbatlehre auf Seite 473 im Originalbuch, wo es lautet in Englisch, Zitat, "It so happened, says a traveler, that we reached Orléans, a day's journey from Paris on a Saturday afternoon. My relatives forgot the fact that it was Saturday and no external indication making Sunday palpable to the eye. I did not undeceive them, being anxious to return to Paris without delay. We started then the following morning as usual and travelled 70 or 80 miles through towns, villages and hamlets till we reached Paris without my friends discovering that we had been travelling on Sunday." Der Text ist aus der Fußnote im Deutschen auf Seite 374 in diesem Buch und ich habe der Einfachheit halber den Originaltext einfach ins Deutsche übersetzt und dann lautet das eben Gelesene wie folgt. "So geschah es, sagt ein Reisender, dass wir Orléans erreichten, eine Tagesreise von Paris, an einem Samstagnachmittag. Meine Verwandten vergaßen die Tatsache, dass es Samstag war und kein äußerer Hinweis, der den Sonntag für das Auge greifbar machte. Ich habe sie nicht enttäuscht, weil ich nicht darauf bedacht war, unverzüglich nach Paris zurückzukehren. Also ohne Verzögerung. Wir fingen dann wie üblich am nächsten Morgen, also Sonntag, an und fuhren 70 oder 80 Meilen durch Städte, Dörfer und Weiler, bis wir Paris erreichten, ohne dass meine Freunde entdeckten, dass wir am Sonntag gereist waren." Also hat anscheinend selbst James Edgar Wiley den Sonntag als Sabbat gehalten, obwohl er es nun wirklich hätte besser wissen müssen. Ich bin da ehrlich gesagt nicht dran ausgekommen. Ich hätte, glaube ich, das ganze Buch in Englisch lesen müssen und noch mehrere Werke von James Edgar Wiley. Ich weiß persönlich aus Erfahrung von Lesungen, die ich in der Vergangenheit gemacht habe und Bücher, die ich gelesen habe, dass James Edgar Wiley sehr viel über die Waldenser geschrieben hat, ja, in seiner Geschichte des Protestantismus, drei Bände aus Mitte des 19. Jahrhunderts. Und da habe ich reingeschaut in die Bücher und er weiß, dass die Waldenser Sabbathalter waren, also biblischen Sabbathalter waren. Von daher wundert mich diese Aussage hier in diesem Buch und ich will da jetzt auch nicht zu tief drauf eingehen. Ich möchte nur eben ganz deutlich sagen, wenn es überhaupt irgendeine Kirche gibt, die sagt, der Sonntag ist der wöchentliche Ruhetag, der siebte Tag der Woche, dann ist es die römisch-katholische Kirche. Und es gibt dafür auch heute, in der Zeit, in der wir leben, einen ganz deutlichen Beweis für. Ich weiß jetzt die Nummer nicht, das kann vielleicht Michael eben kurz raussuchen, um das zu bestätigen. Wir kennen ja diese DIN- und ISO-Nummern. Ja, ISO ist ja International Standard of Organization oder wie das Ding da heißt. Und diese ISO-Nummern, da gibt es eine aus den 70er Jahren und die bestimmt in Europa, das ist ja nicht weltweit gültig, aber das ist in Europa gültig, die bestimmt, dass der erste Tag der Woche Montag ist.
Und damit ist Sonntag der siebte Tag der Woche. Auf diese Art kommt genau das in Erfüllung, was Daniel bereits prophezeit hat. Der Antichrist denkt, Zeiten und Gesetze zu ändern, indem er den Sonntag vom ersten Tag der Woche auf den siebten Tag der Woche legt und vom Montag vom zweiten Tag der Woche den ersten Tag macht, gibt er den Eindruck, dass die Gläubigen jetzt verstehen müssen, der Sonntag ist der Sabbat. Aber der Sonntag ist nicht der Sabbat, und da will ich jetzt auch keine große Diskussion drüber machen, da habe ich in früheren Videos oft genug drüber gesprochen. Der Sonntag ist die Verehrung des Tages des Gottes der unüberwindbaren Sonne. Ja, die der unüberwindlichen Sonne. Ja. Weiß ich, Michael, hast du das mal kurz nachschauen können und vielleicht sogar gefunden, die ISO-Nummer? Nee, tut mir leid. Nee, okay, dann geht das jetzt auf die Schnelle. Ich habe es letztens noch rausgesucht, ich hätte mir vielleicht eine Note von nehmen sollen. Habe ich jetzt nicht, aber das kann jeder sich im Internet selbst raussuchen. Da sagt man einfach Sonntag, siebter Tag der Woche, ISO. Und das ist in den 70er Jahren irgendwann, 72, 73, 74, 75, da irgendwo ist das passiert. Und das ist halt seitdem ein festgeschriebener Standard. Bitte? Und das Merkwürdige, beziehungsweise das Bemerkenswerte, bei manchen Sachen im Computer, vor allem nach amerikanischem Standard, ist dann Sonntag der erste Tag. Also beim Programmieren, je nachdem, welche Bibliothek, welches Format man benutzt, dann ist dann auch schon mal der Sonntag der erste Tag. Na gut, aber ich habe ja gesagt, die ISO-Nummern sind ja meines Erachtens hauptsächlich gültig für Europa und nicht für Amerika. Ne? Also ich sage nicht, dass das weltweit ist. Ne? Ich habe extra gesagt, dass es europäisch ist. Ne? Ja, und dass viele Normen aus USA kommen, was den EDV-Sachen betrifft, dann rutscht da schon mal auch sowas durch. Ja, das ist durchaus möglich. Wie gesagt, das ist die ISO-Nummer, sucht euch das selbst raus. Ich habe, wie gesagt, keine Note davon genommen, ich habe es aber letztens noch gesehen. Ich habe das vor Jahren schon mal nachgeschaut und da steht 86.01. Bitte? 86.01 ist die ISO-Nummer. Ah ja. Hast du es vielleicht gerade rausgesucht? Kannst du uns einen Link über Skype mitteilen vielleicht? Dann kann ich da mal eben, dann kann ich da mal eben reingehen. Der Computer ist sowas von langsam heute hier. Chat, die immer mit ihren blöden, lachenden Gesichtern hier. Hast du noch nicht gemacht, ne? Der Link ist noch nicht hier. Ah, hier, voilà. Hier ist er. Woche. Und da steht es dann drin, das ist die ISO, hier steht ISO, ne? Internationale Organisation für Normung oder Standard halt, ne? Und so weiter. Ist im vierten Absatz? Ja, ich dachte, es war irgendwo hier unten drunter. Ja. In Deutschland war ab 1943 die DIN-Norm gültig. Ich habe da erst noch gesagt in der Sendung, die ich gesprochen hatte, das ist eine DIN-Norm, aber da habe ich nachgeguckt, es war also eine ISO-Norm. Mit Wirkung ab 1976 geändert wurde, dann 92 in die EN, also eine europäische Norm, aufging. Ne? EN, europäische Norm. Und im September 2006 auch von der derzeit gültigen ISO 8601 abgelöst wurde. Sieben-Tags-Woche. Ist das hier oder welcher Absatz meintest du? Ursprünglich den hier oder welchen Absatz meintest du, wo es drin steht? Du hast es gerade gelesen. Ah ja, okay, den Absatz hier, ja. Ja. Nach jüdischer und christlicher Tradition beginnt die Woche mit dem Sonntag. Ja, genauso wird es auch heute in den USA, in Israel, in arabischen Ländern sowie Japan und China gehandhabt. Auch die deutsche Bezeichnung Mittwoch bezieht sich auf einen Wochenbeginn am Sonntag, nicht am Montag. Jedoch vermerken die Kalender der meisten europäischen Staaten den Montag als ersten Tag der Woche. Wie in der Norm ISO 8601 vorgesehen, nach altpersischer Tradition beginnt die Woche mit dem Samstag. Ja. Also, dann haben wir das auch wieder uns angeschaut. Danke dafür, Alexander, dass du das eben rausgefunden hast. Wie gesagt, ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe nicht immer die Belege dafür da, aber ich weiß dann, wo ich suchen muss. Das hast du jetzt in meinem Fall hier für mich getan. Dankeschön dafür. Und dann können wir jetzt in der Lesung fortfahren. Der Punkt ist ganz einfach, dass wir uns da bitte bewusst von sind, dass wenn wir über einen Sabbat sprechen, dass wir erkennen, dass Sabbat der siebte Tag der Woche Samstag ist, also das, was wir heute Samstag nennen, und nicht Sonntag. Wir müssen uns auch davon bewusst sein, dass das Wort Sonntag auch ein Wort ist, auch Samstag ein Wort ist, das in der Bibel so gar nicht vorkommt.
In der Bibel gibt es nur zwei Tage, die einen Namen haben, und alle anderen Tage haben nur eine Nummer. Es geht um den ersten Tag, den zweiten Tag, den dritten Tag, den vierten Tag, den fünften Tag. Und dann kommt der Vorbereitungstag, das ist, was wir Freitag nennen. Und dann kommt der Sabbat. Und dann fängt es wieder an mit dem ersten Tag. Alle anderen Namen sind heidnische Namen, die sowohl den Wochentagen als auch den Monaten gegeben sind. Und da kann jemand eine andere Studie drüber machen. Haben wir auch, glaube ich, in Babylon Mysterienreligion haben wir das auch mal kurz angeholt und haben darüber gesprochen. Das ist halt ein interessantes Thema, nur halt hier in diesem Buch werden wir jetzt auch einmal damit konfrontiert, dass James Atkin Wiley aufgrund des Textes, so wie ich das hier verstehe, tatsächlich den Sonntag als den Sabbat anerkennt. Wobei er eigentlich besser wissen müsste aufgrund seiner ganzen Studien von Schriften aus dem 19. Jahrhundert, die er verfasst hat, wie zum Beispiel Geschichte des Protestantismus und die ganzen Schriften über die Waldenser, wo ganz deutlich war, dass die Waldenser eben auch deswegen verfolgt wurden, weil sie Sabbathalter waren, und zwar biblischen Sabbat. Na? Also, der Sonntag ist ein Bollwerk des Christentums. Nein, der Sabbat ist ein Bollwerk des Christentums. Und darum ist er des Papismus und dieser sein unversöhnlicher Feind. Als vor 200 Jahren der Romanismus in Schottland, also wir sprechen dann hier von Mitte des 17. Jahrhunderts, einen Restaurationsversuch machte, begann er mit der Verbreitung der Schrift Book of Sports, also Buch des Sportes, um sich den Weg zu den Massen zu bahnen. Der Anschlag ist dort nicht gelungen. Schottland und England halten im Allgemeinen noch fest an schriftmäßiger Sabbatfeier. Die hat aber nichts mit Sonntag zu tun, während auf dem Kontinent der Sonntag durch die Masse von heiligen Tagen beeinträchtigt und zu einem Werktage des Vergnügens gemacht worden ist. Ein Verderben, welches auch protestantischen Ländern in schauerlichem Maße sich mitgeteilt hat. Und hier sagt James Atkin Wiley eben, dass auf dem Sonntag, der eigentlich der Sabbat sein sollte, eben der Sabbat gebrochen wird. Nun, es ist richtig, dass die Sonntagsruhe hier in Europa noch immer gebrochen wird. Zum Glück, wir haben dieses Sonntagsgesetz noch nicht. Es gibt hier immer noch Geschäfte, die auf sind. Es gibt hier immer noch Menschen, die arbeiten dürfen. Es ist noch immer kein allgemeiner Ruhetag. Na, wir dürfen ja auch nicht vergessen, der Sabbattag ist ein Ruhetag. Da geht es nicht um in die Kirche zu gehen oder sonstige Dinge zu tun, sondern es geht darum, um zu ruhen, genau wie der Herr damals den Sabbat eben auch auf die Seite gesetzt und geheiligt hat. Das war nämlich sein Ruhetag. Nach 6 Tagen der Arbeit, der Schöpfung, des Schaffens hat er am 7. Tag geruht. Und der 7. Tag ist im Grunde die Signatur der ganzen Schöpfung. Weil der 7. Tag, den gibt es ja nur, um eben dem zu gedenken, was 6 Tage davor passiert ist. Und wenn Gott ruht, sollen wir auch ruhen. Ja, es ist also ein Ruhetag. Und es gibt eben viele europäische Länder, wo heute diese Ruhe durchbrochen wird. Auf dem Samstag sowieso. Also da müssen wir gar nicht drüber schnacken. Deswegen sind ja auch Fußballspiele immer freitagsabends nach Sonnenuntergang und auf dem Samstagnachmittag und sowas immer. Also die ganzen Sportevenementen ja immer am Wochenende hauptsächlich am Samstag unterwegs, um eben den Sabbat vollständig in Vergessenheit zu drängen. Aber eben auch am Sonntag finden viele Dinge noch statt und da werden wir in der Zukunft dann sehen, wie sich das eventuell nochmal verändern wird. Das ist dann das sogenannte kommende Sonntagsgesetz. Das ist ja eine Sache, die die 7-Tags-Adventisten lehren und sagen, das wird irgendwann mal kommen und die Leute werden halt verpflichtet am Sonntag alle Dinge ruhen zu lassen und eben am Sonntag zu ruhen, anstatt den Sabbat zu ruhen. Ja? Soweit also mal eben zu diesem Thema. Ja? Ich glaube, jeder kann sich damit einfinden, wie das hier geschrieben steht im 19. Jahrhundert von James Atkin Wiley, dass das heute auch noch so ist. Dass eben auf dem Kontinent der Sonntag, ja, und natürlich auch der Sabbat, aber der Sabbat ist nicht der Sonntag, durch die Masse von heiligen Tagen beeinträchtigt und zu einem Werktage des Vergnügens gemacht worden ist. Also, wie gesagt, Sportevenementen, die stattfinden und solche ganzen Sachen. Also, dass man dem Vergnügen frönt, anstatt dass man der Ruhe genießt, die Gott verordnet. Und wenn überhaupt zum Beispiel sich die Mühe macht, ein ordentliches Buch aufzuschlagen, wobei ich hier in diesem Fall nur ein einziges Buch kenne, das ich aufschlagen sollte. Das ist nämlich Gottes Wort, das ist die Bibel.
aber das ist eben ein Verderben, welches auch protestantische Länder in schauerlichem Maße daran teilnehmen. Ja? Weil eben diese protestantischen Länder inzwischen mehr oder weniger katholisch gesteuert sind. Den nächsten Satz, das finde ich ganz interessant, deswegen habe ich das hier in lila angekreuzt. Köln, das deutsche Rom. Den Ausdruck kannte ich vorher noch nicht, war mir so noch nicht bekannt, aber finde ich sehr gut getroffen. Ja. Martin Luther hat ja mal gesagt, wenn es eine Hölle gibt, dann ist Rom darauf erbaut. Ich glaube, in Deutschland kann man das mit Köln ziemlich gleichsetzen. Natürlich, ich weiß, es gibt auch Berlin, aber es gibt halt viele Dinge, da steht Köln ganz berühmt vor. Und deswegen finde ich den Satz hier sehr gut gefunden. Also Köln, das deutsche Rom, wie es oft und nicht ganz mit Unrecht genannt wird, und das immerhin schon vor fast 200 Jahren, bietet trotz seiner vielen Kirchen und vor allen Dingen dem Dom und ihrer zahlreichen Besucher trotz seines erhabenen Domes das sprechendste Bild der Sonntagsentheiligung. Also Sabbatentheiligung müssen wir jetzt hier drunter verstehen. Die Hochmesse im Dome, nächst dem Pontifikalamte in der Peterskirche zu Rom, vielleicht der pomphafteste Kultus in dem prächtigsten Tempel der Welt, denn so darf man dieses über alle Beschreibung herrliche Gebäude der triumphgotische Architektur wohl jetzt schon nennen. Der hat ja auch ein paar hundert Jahre, glaube ich, gebraucht, bis er fertig war. Erstellung des Kölner Doms war, wenn ich mich richtig erinnere, rund 600 Jahre oder sowas, bis das dann irgendwann vor jetzt über etwas über 100 Jahren fertig war, also wohl hier Mitte des 19. Jahrhunderts, entzückt das Ohr durch die erschütternde und liebliche Musik, die freilich zum Teil kaum Kirchenmusik zu nennen, blendet das Auge durch die Pracht der Messgewänder und alles kirchlichen Prunks, der den Erzbischof und seinen Klerus umgibt und dem der Wunderbau zur erhabensten Folie dient. Die endlosen Prozessionen entfalten allen bunten Schimmer, den die zahlreichen Kirchen der Stadt bergen. Das alles hört man, sieht man, fühlt aber sogleich, das ist keine Sabbatfeier. Ich ersetze jetzt das Wort Sonntag hier mit Sabbat, um es zu verständlich zu machen, dass es uns hier um die Entheiligung des Sabbats geht und nicht die Entheiligung des Sonntags. Ne? Alles ist da nur Kunstgenuss, der von der großen Menge nach Art antiker und moderner Schauspiele hingenommen wird. Das flutet und braust in den Hallen der riesigen Kathedrale. Das drängt hinein und hinaus. Das zieht in dicht gedrängten Haufen und eintönigen Gesanges durch die Straßen. Das entblößt die Häupter und reißt mit Wut die Kopfbedeckungen derer ab, die etwa in der umhergetragenen Hostie ein bloßes Stückchen Brot und nicht den wahren Christus, geschaffen durch den Priester, sehen und in dem Umzuge eine abgöttische Verirrung erblicken und sich der heillosen Sitte nicht fügen sollten, aber... Da wird kein Wörtlein Wahrheit verkündet, denn die wenigen Brocken derselben kann das Volk schlechterdings nicht verstehen. Da wird kein Gewissen geschärft. Da wird kein Verstand erleuchtet. Da wird kein Herz gereinigt. Da ist keine Feier des Herrentages. Trotz der Hunderttausende von Rosenkränzen und Gebetbüchern, die ab und durch gebetet werden. Und sehen wir nun aus der Kirche hinaus und in die Straßen, durch welche nicht etwa gerade eine Prozession zieht, so finden wir die Läden gar nicht, aber kaum einige Stunden geschlossen. Die Wagen rollen ebenso wie in der Woche. Selbst Karren und Lastträger in voller Tätigkeit fehlen nicht. Und während die Lastschiffe auf dem Rhein stromauf, stromabfahren wie an jedem Wochentage, ist die Zahl derer, die, um Luftfahrten zu machen, von frühmorgens bis zum späten Abend nach Dampfschiffen und Bahnhöfen zu Wagen und zu Fuß hineilen und zurückkehren, so ungeheuer groß, dass man allgemeine Auswanderungen zu sehen glaubt. Rings in den Hotels am Rhein, in Deutz, Köln gegenüber, rauschende Musik, überall der lauteste Jubel. Wie der Nachmittag, so der Abend. Da ahmen die Kinder mit Zweigen und Lichtern die großen Prozessionen des Tages nach und aus allen Wirtshäusern schallt der Lärm der Bacchanalien. Bacchanalien,
da habe ich mal was vorbereitet. Einerseits diesen Text und andererseits dieses Bild. Das kommt von dem Artikel Wikipedia. Wir sehen hier, was ich hier geschrieben habe, kommt aus Wikipedia.org Bacchanalien, wie ihr hier unten seht. Und auf der Seite von Wikipedia sieht man hier ein Bild, das darstellen soll, dass es eine zwischen Anführungszeichen moderne künstlerische Interpretation und Darstellung der Bacchanalien. Also zu römischen Zeiten hat man da eben einfach von einer Orgie gesprochen. Ihr habt also ungefähr eine Ahnung, was die Bacchanalien sind. Also gehen wir da mal kurz in die Erklärung von Wikipedia rein, die ich teilweise hier in den Kommentar kopiert habe. Das Fest der Bacchanalien wurde bereits seit dem 2. Jahrhundert vor Christus gefeiert und fand jährlich am 16. und 17. März am Hügel Aventin in Rom statt. Nun, ich habe den 16. und 17. März hier deswegen dick geschrieben, also fettgedruckt geschrieben, weil ich das ziemlich dicht an dem Fest finde, was ja heutzutage Ostern ist. Es geht hier ja um ein Frühlings- und Fruchtbarkeitskult, wie wir im nächsten Absatz sehen. Und Ostern ist ja auch ein Frühlingsfest, das Fest der Astarte. Ne? Also ich spreche jetzt von dem heidnischen Ostern, wo sie uns ja heutzutage verkaufen wollen, dass das irgendwas Christliches ist, was es ja nicht ist. Und dieses Fest der Bacchanalien fällt ziemlich genau, mehr oder weniger in dieselbe Zeit. Deswegen habe ich hier 16. und 17. März einmal fettgedruckt dargestellt. Religionspsychologisch dürften Dionysien wie Bacchanalien als ein rauschhafter Frühlings- und Fruchtbarkeitskult zu verstehen sein. Das von jedem erlebbare Überwinden der Jahreszeit Winter durch ein erneutes Wachsen von Vegetation wurde in Beziehung zu der menschlichen Daseinsfreude und nicht zuletzt Sexualität gesetzt. Exzesshaft könnten Bacchanalien gewesen sein durch den Konsum von Alkohol mit psychedelischen Substanzen wie halluzinogenen Pilzen und sogar Tollkirschen. Also der Gebrauch von, zwischen Anführungszeichen, Drogen ist nichts Neuzeitliches, meine lieben Brüder und Schwestern. Ich glaube, wenn der Michael jetzt sein Mikrofon einschalten würde, könnte er uns dann noch ein wenig mehr darüber erzählen, weil der hat sich ja sehr tief mit diesen Sachen beschäftigt im Sinne der satanischen Medienagenda, wo wir über LSD hauptsächlich reingegangen sind oder eben auch alle anderen Halluzinogene, wo er, glaube ich, ein wenig interessantes Wissen dazu hat, dass er uns vielleicht mitteilen möchte. Michael, möchtest du da was zu sagen zu dem Thema? Ich sage nur mal einen Begriff, bevor wir jetzt da uns in die Sachen verlieren. Es gibt halt sogenannte landläufige Kräuterhexen. Ja, also alles, was in diesem Bereich zu tun hat mit natürlich vorkommenden Halluzinogenen, die gar nicht künstlich unbedingt jetzt induziert sind, das ist halt ein Gewissen, was schon seit Jahrhunderten von Jahren da ist in den entsprechenden okkulten Kreisen, die man halt genau für solche Zwecke auch benutzt, um eben dann in Kontakt sozusagen zu kommen. Oder manche sagen auch eine andere Schwingungsebene und solche ganzen Dinge. Also Menschen, die beispielsweise wissen, welchen Dingen andere Krankheiten zu heilen sind, die haben auch um solche Sachen dann halt Kenntnis und wissen genau, welche Sachen da am Wegesrand stehen, die halt dann zu einem sogenannten Heilzustand führen. Ne? Also jetzt wirklich absolut nichts Neues. Das gibt es seit tausenden von Jahren. Ja, ja, eben auch die Drogen, das finde ich halt interessant hier mit bei, weil wenn wir das mit den Bacchanalien hier lesen, dann steht hier ja, dass es ab dem 2. Jahrhundert vor Christus in Rom gefeiert wurde. Das Fest kommt aber ursprünglich bereits aus Griechenland. Das sieht man auch, wenn man den Text auf Wikipedia durchliest, den ich jetzt natürlich hier euch zwar gerne mitgebe, ne? Das ist hier dieser Text, aber den will ich jetzt nicht ganz durchlesen, das könnt ihr gerne selbst machen, weil den Link tue ich ja mit in die in das Buch hier mit rein. Aber das kommt also aus Griechenland und dann wahrscheinlich sogar schon aus der Zeit davor. Und Michael sagte gerade eben jahrhundertelang. Ja, das ist schon fast Tausende. Jahrtausende. Ne? Jahrtausende lang. Das ja, ist schon, ja, klar. Ich meine, schau, die Pflanzen selber, die sind ja letzten Endes ja auch schon von Anfang an da gewesen. Und damit hat man natürlich dann auch eine ganze Menge Wissen gehabt, wofür die einzelnen Sachen dann auch dann wirklich tatsächlich dann zu gebrauchen sind. Interessanterweise ist doch jetzt, dass alles das, was in der Natur vorkommt, dann auch irgendwo zur Heilung dann da wäre. Deswegen der Mensch dann künstlich induzierte Krankheiten braucht, wo der Körper dann nachher sagt, nee, kenne ich nicht, weil ist völlig unnatürlich. Aber um bei der natürlichen Geschichte zu bleiben, es gibt also eine ganze Art von Gattungen und Gewächsen, die da jetzt seit Jahrhunderten Jahren schon bekannt sind, für eins beispielsweise Aphrodisiakum.
wo man dann hingegangen ist und gesagt hat, okay, das steht sogar in der Bibel drin. Ich habe das Gewächs nicht im Kopf, aber das weißt du sogar, dass es in der Bibel drin steht, dass es da also dann für benutzt wurde im Alten Testament. Das frag mich bitte nicht wo, das bin ich jetzt echt im Augenblick überfragt. Und umgekehrt auch dafür, um halt gewisse Rauschzustände bekommen, gibt es halt bestimmte Pilzsorten zum Beispiel gegenüber noch ganz anderen Dingen, aber die wollen wir jetzt hier nicht alle benennen, die dann dafür Sorge tragen, dass halt Menschen in Zustände kommen. Das funktioniert dann also ohne Alkohol, einfach nur indem die in die Natur gehen und genau wissen, was die da zu sammeln haben und wie die das dann da zuzubereiten haben. Denk mal an diese Geschichte mit Asterix und Miraculix, mit seinem Zaubertrank. Da kommt die Geschichte eigentlich her. Ja, ja. Ja, ist ja auch schon gut 2000 Jahre alt, ne? Das einzige Dorf in Gallien, das sich da dem Julius Caesar widersetzt, ne? Ja, von den Mushrooms, wie das im Englischen heißt, habe ich auch schon mal Videos gesehen. Das sind also wirklich bewusstseinserweiternde Drogen. Je nachdem, was man jetzt unter bewusstseinserweiternd oder verändernd versteht, dann schaut euch mal unsere satanische Musik- oder Medienagenda-Videos an. Ich glaube, da haben wir sogar schon in den ersten Sendungen unter den ersten 10 mit angefangen, ne, Michael? Ja. Sendung 8 und 9, genau. Sendung 8 und 9, ja, siehst du, da schaut euch das gerne mal an, dann könnt ihr da noch ein wenig von lesen oder ein wenig von lernen, was ich sagen wollte. Hier geht es aber jetzt darum, dass wir aus diesem Buchtext raus verstehen, dass es hier also jeden Sonntag, was natürlich eigentlich jeden Samstag sein müsste, zum besseren Verständnis, dass hier sowas wie die Bacchanalien gefeiert werden. In Köln. Ja, deswegen habe ich das gesagt, dass ich das so lustig fand mit dem Satz von wegen Köln, dass das Rom am Rhein, weil Köln ist ja nun mal zum Beispiel die Stadt, in der diese LBGTQ, was weiß ich, Love Parade, Umzüge und sowas stattfinden, und das spricht doch genau für das, was wir hier an den Bacchanalien als Bild gesehen hatten, was ich euch gezeigt hatte, dieses hier. Das ist ja mehr oder weniger heutzutage auf offener Straße ja, sexuelle Handlungen treiben, mehr oder weniger versteckt oder offen, wie auch immer man das jetzt gerade sehen will. Und da steht ja nun mal Köln, glaube ich, bekannt dafür als Berlin. Deswegen fand ich da die Bemerkung von dem Autoren Köln, das Rom am Rhein, ganz interessant. Und er macht dann hier eben auch den Vergleich mit den Bacchanalien, die ja in Rom stattgefunden haben. Ja, ich hätte noch eine Ergänzung dazu zu den Bacchanalien. Das kam ja auch ursprünglich vom Gott Bacchus, der Weingott, ja, diese Feste. Das steht auch in der Wikipedia-Beschreibung mit drin. Deswegen sage ich, ich gehe da jetzt nicht in die komplette Beschreibung rein. Ich habe nur in diesem Artikel hier, in dem kleinen Artikel, habe ich versucht, das Wichtigste zusammenzufassen. Und da fand ich diesen Absatz mit religionspsychologisch Dionysien wie Bacchanalien ein rauschhafter Frühlingsfruchtbarkeitskult verstehen zu sein. Bacchus heißt ja, glaube ich, der griechische Gott, und Dionysius heißt er in Rom, oder ist es umgekehrt? Dionysius. Ja. Ne? Die Jesuiten haben ja auch in der Dionysius-Kapelle. Das ist griechisch, ja, Dino. Ja, das eine ist griechisch, das andere ist römisch. Ne? Ja. Aber das steht in dem Artikel da von Wikipedia auch drin, aber da hast du ganz recht mit. Ja. Gut. Dann fahren wir mal fort, noch einen kleinen Schluck Tee. Ja, der Karneval darf man nicht vergessen in Köln. Hä? Ja, genau. Genau, ja, die sogenannte fünfte Jahreszeit, ne, Michael, wieder mal die fünf, ne? Die man da anholt. Haben wir doch auch schon mal behandelt. Und ja, zwar, ja, ja. Und zwar bei KISS. Ja, bei der KISS-Sendung. Irgendwo so Richtung Gender-Agenda, Satans Musik-Agenda. 40er Nummer, ne? 33, 34 die Ecke rum. Oder die Ecke rum, ja, ja. Weil die Bedeutung der Masken bei KISS. Die eben. Bedeutung der Masken bei KISS. KISS ist ja die mit der Maske, ich wollte es gerade sagen. Und Maske, da kommt man natürlich gleich an zu denken an den Fasching oder Fastnacht oder Karneval oder wie auch immer man das nennen will. Gut, fahren wir noch ein wenig fort in dem Buch nach diesem kleinen interessanten Ausflug, der uns immer wieder, also das finde ich das Schöne an diesen Ausflügen, das gibt uns immer wieder ein deutliches Zeichen davon, dass das, was hier vor 170 Jahren geschrieben wurde, immer noch brandaktuell ist, heute in 2020 auch. Wir gehen kurz in eine Fußnote rein, wo steht, wieder eine Fußnote des Bearbeiters, also des Übersetzers des Buches, die höchst treue Schilderung des Verfassers haben wir nur in kurzen Auszüge gegeben. Also im Originalbuch steht da noch eine wahrscheinlich etwas weiterführende
Schilderung über diese Bakchanalien und Zustände in Köln, die er uns gegeben hat, können aber nicht unterlassen zu bemerken, dass so gewiss die Sabbatentheiligung als eine Konsequenz des Romanismus anzusehen ist, dieser Umstand dem papistischen Volke Deutschlands, den evangelischen gegenüber, eher zur Entschuldigung oder besser den letzteren zur Mehrung ihrer Schuld gereicht, wenn, wie es denn leider fast allgemein der Fall ist, auch unter diesen das dritte Gebot mit Füßen getreten wird. Ja, Entschuldigung, das dritte Gebot? Nein, es geht hier um das vierte Gebot. Erinnere dich an den Sabbat, um ihn zu heiligen. Das dritte Gebot kann es nur sein, wenn man auf den falschen Katechismus verweist und sowohl den lutheranischen als auch den römisch-katholischen, weil da ist das zweite Gebot drin gestrichen und deswegen ist das eigentliche vierte Gebot hier das dritte Gebot. Ja? Die, welche das reine Bibelwort haben, erkennen sofort, dass es hier um das vierte und nicht das dritte Gebot geht, haben schwerere Verantwortung als die im Papsttum irregeleiteten Seelen. Und dass namentlich die großen evangelischen Städte wie Berlin den Katholischen auf keine Weise nachstehenden Schändung des Herrentages ist bekannt genug. Gott sei Dank, dass unsere weltlichen und kirchlichen Behörden das Übel jetzt besser erkennen und mehr auf Abhöfe desselben denken als sonst. Ja, bedenke die Macht des Ökumenismus, wenn doch Katholiken und Protestanten den falschen Tag gemeinsam heiligen, wenn beide sich da, wie auch über Ostern und Weihnachten, eins sind. Nimm von dem, was die Menschen heutzutage als Christentum bezeichnen, drei Dinge weg. Weihnachten, Ostern und Sonntag. Und was bleibt denn dann noch über vom sogenannten Christentum heutzutage? Nicht viel, ne? Und sowohl Katholiken und Protestanten feiern Weihnachten, Ostern und Sonntag. Sind die Protestanten dann ihren Namen überhaupt noch wert? Interessant ist natürlich, dass dieses Buch, wie gesagt, 1853 erschienen ist und dass das hier drin steht, Gott sei Dank, dass unsere weltlichen und kirchlichen Behörden das Übel jetzt besser erkennen und mehr auf die Abhilfe derselben denken als sonst. Das müssen wir natürlich sehen im Laufe der Geschichte nach 1848 bis zur Gründung des Deutschen Reiches 1871. Das ist eine Zeit der allgemeinen Umwerfung gewesen, eben auch eine Umwerfung des Katholizismus in Deutschland zum großen Teil. Viele Dinge wurden damals abgeschafft und wurden wieder protestantisch gemacht. Das ist eine sehr interessante Zeit und da kann man auch sicher das Buch mal lesen von Bismarck und das päpstliche Rom, das ich ja früher schon mal angeholt habe, was sicher interessant wäre, mal ganz zu lesen dazu. Also der Autor bezieht sich hier auf die Dinge in der Zeit nach 1848 und eben in den 1850er Jahren, wo eben der Protestantismus nochmal wieder ein wenig aufgelebt war. So, wollte da jemand noch eine Bemerkung machen, bevor ich weiterlese? Ich hörte da gerade was. Nee, okay. Also. Der Autor fährt dann fort und sagt, während in den evangelischen Teilen der Schweiz, namentlich in Basel und Genf, die bisher hinter der in England üblichen noch weit zurückstehende Sonntagsfeier einen wohltuenden Eindruck auf das Herz des schriftgläubigen Christen nicht verfehlen kann, verlieren sich die Spuren des Sabbats in Südfrankreich fast ganz. In Lyon zum Beispiel, einer Stadt, welche dem Mariendienst so dermaßen verfallen ist, dass man in ihrer Mitte einen Altar mit der Aufschrift »Dem unbekannten Gott« errichten möchte. Ja, wir erinnern uns, das ist aus dem Buch der Apostelgeschichte genommen, wo eben da Paulus die Griechen darauf hinweist, oder die Römer, die Griechen darauf hinweist, ich bringe euch hier den unbekannten Gott, den ihr in euren Altar eingeritzt habt. Diesen Altar errichten möchte, unterscheidet sich der Sonntag, also immer bitte schön Sonntag mit Sabbat normalerweise ersetzen, in nichts von den Wochentagen. Also in Lyon auch.
Kein Geschäft ruht, wenigstens nicht eher, als bis nachmittags die Kaufleute und Handwerker ihrem Vergnügen sich überlassen und die Altarkerzen der weit offen stehenden Kirchen, in welche immer nur wenige zugleich eingehen, um sie nach kurzer Verrichtung ihres Gebets oder ihrer Beichte wieder zu verlassen, beleuchten buchstäblich den lebendigsten Marktverkehr. Nachmittags und Abend in Lyon ist genau wie in Köln. Dass die Sabbatfeier in Paris gänzlich beseitigt ist, wir hatten jetzt gerade Lyon, Südfrankreich, jetzt haben wir Paris, Mitte Frankreich, ist eine so notorische Tatsache, dass wir über eine weitere Besprechung dieses Jammers mit dem Schmerz des Christen ob solchen tiefen Abfalles hinweggehen können. Wieder gehen wir in eine Fußnote, wo der Autor sagt, höchst bezeichnend ist folgende Anekdote. Wir reisten zufällig, so erzählt der Verfasser, an einem Sonnabendnachmittag von Paris nach Orléans. Das habe ich euch ja bereits gerade vorgelesen. Na? Also muss ich das hier jetzt nicht nochmal bringen. Wir hatten das Zitat bereits, ich hatte es aus dem Original übersetzt, ins Deutsche. Na? Wie ihr euch erinnert. Einen sprechenderen Beweis dafür, dass Frankreich diesen Tag verloren hat, kann es schwerlich geben. Mit diesem Tag müssen wir aber eben den Sabbat verstehen und nicht den Sonntag. Und deswegen, weil ich das hier gelesen hatte, habe ich mir das im Original damals angeschaut. Also, die Fußnote können wir überspringen und wir lesen dann in dem Buch weiter. Wohin wir uns auch wenden im weiten Reiche des Papismus, überall begegnet uns die traurige Tatsache, dass der Sabbat verloren gegangen ist und immer mehr verloren geht. Armes Volk! Die unaufhörlich sprudelnde Quelle des Glaubens und der Sitte hat man dir verschlossen. Das große Bollwerk derselben, den Sabbat, hat man zerstört, wohlwissend, dass stille, gesammelte Feier dieses Tages zum Bibellesen und dieses zur Kirche des Evangeliums führt, dass also Bibel, Samstag, Sabbat, Kirche Christi untrennbar sind und sich gegenseitig bedingen. Das stille, gesammelte Feier dieses Tages zum Bibellesen und dieses zur Kirche des Evangeliums führt, dass also Bibel, Sabbat, Kirche Christi untrennbar sind und sich gegenseitig bedingen. Nicht Sonntag. Bibel, Sabbat und Kirche Christi sind untrennbar miteinander verbunden. Das Konterfei der Sabbatfeier aber, welches man dir bietet, das sind die Lichter. Die lateinischen Gebete, die Räucherungen, Sprengungen und Beugungen, das Gemurmel und die betäubende Musik in den mit weltlichem Schmuck überladenen Tempeln, lauter Opera Operata, das sind also erledigte Arbeiten, lauter werkheilige Verrichtungen und gewissen einschläfernde Veranstaltungen, mit denen dann an demselben Tage aller Taumel der Sinneslust gar wohl vereinbar ist. Rom hat dir zugleich mit der Sabbatheiligung deine äußere und innere Ruhe genommen. Die Gelegenheit zu heilsamer Selbstbestimmung hat Rom dir hiermit geraubt. Es hetzt dich von Altar zu Altar, von Werk zu Werk, es ist ja eine Werkserlösungsreligion, es lässt dich nicht zur inneren Sabbatruhe, zum Bewusstsein der Versöhnung mit deinem Gotte gelangen, fordert am Sabbat Werktagsarbeit von dir in der Kirche und ist dafür so nachsichtig, Werktagsarbeit in Häusern und auf den Straßen und die Lust dieser Welt am Tage des Herrn in unbeschränktem Maße dir zu gestatten. Wie bist du so schändlich betrogen, o Menschheit. Und damit schließen wir dieses Kapitel für heute ab und wir werden nächstes Mal fortfahren auf der nächsten Seite im fünften Kapitel, das ist das abschließende Kapitel des vierten Buches, des Buches Das Doppelgesicht des Papsttums, über die Geschichten, Lehren, Geist, Einfluss, Zustand und Aussichten der römischen Kirche. Wir sind im Augenblick in dem Zustand und werden uns im letzten Buch mit dem Aussichten der römischen Kirche beschäftigen. Das wird sehr interessant. Davor ist aber noch das fünfte Kapitel gestellt, Einfluss des Papismus auf den Nationalwohlstand.
Und da könnt ihr euch auf eine sehr interessante Lesung gefasst machen. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Das weiß ich noch aus meiner Vorbereitungszeit. Das wird aber erst in der normalerweise dann 58. Sendung sein, weil das war heute die 57. Und von daher muss ich euch da noch mindestens eine Woche vertrösten, bis ihr das dann erfahren könnt. Oder ihr nehmt inzwischen den Schritt in die Hand und geht selbst zu meiner Archive-Bibliothek oder woanders im Internet und ladet euch das Buch runter oder ihr ladet das auf meiner Bibliothek runter. Entweder in lateinischer Schrift, was der Marius so wunderbar für uns zur Verfügung gestellt hat, oder aber in der Frakturschrift, in der ich es hier gelesen habe. Ich habe so mit alles gesagt, was ich zu dieser Sendung heute sagen wollte. Ich fand es einen interessanten Abschluss des Themas, was der Einfluss des Papismus auf die Nationen ist oder was der Einfluss des Papismus auf die Nationen war 1850er Jahre, also Mitte des 19. Jahrhunderts. Und dann mal interessant eben die Parallelen zu ziehen, wie es heute im 21. Jahrhundert ist und zu sehen, dass es nicht anders, aber eher noch schlimmer geworden ist mit dem Einfluss des Papismus auf unsere, zwischen Anführungszeichen, Gesellschaft, in der wir leben heutzutage. Ja, soweit mein Thema dazu. Noch eben abschließend die Frage in die Runde der mich auf Skype begleitenden Zuhörer, ob da noch eine Frage oder Bemerkung zu dem Gelesenen oder etwas anderes ist, weil ich sonst zur Abschließung dieser Lesung heute komme. Nee, da höre ich nichts. Und wenn ich nichts höre, dann sage ich nochmal meinen Tipp, den ich euch immer gebe. Wir dürfen nie vergessen, und es ist auch, glaube ich, aus diesem Kapitel heute, aus der Lesung heute ersichtlich geworden, dass, wenn man die Bibel liest, dass man dann diese Lügen selbst oder die Fehler selbst in solchen Büchern erkennt. Selbst in einem solchen Buch wird hier geschrieben vom dritten Gebot, obwohl das vierte Gebot gemeint ist. Ja, das weiß man, wenn man die Bibel kennt. Das weiß man, wenn man die zehn Gebote kennt aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 20, wo sie alle aufgeführt sind. Ja, Exodus, zweites Buch Mose, Kapitel 20, da stehen alle 10 Gebote in der richtigen Reihenfolge drin, von 1 bis 10. Hier wurde uns gerade in dem Buch, das erinnert euch an den Sabbatgebot, als drittes Gebot verkauft, das ist eigentlich das vierte. Das ist wieder mal ein Beweis, dass es sehr, sehr wichtig, dass es unumgänglich ist, die Heilige Schrift, die Bibel, das Wort Gottes, regelmäßig zu lesen und zu studieren. Und dazu möchte ich euch dann auch bitte mit solchen Lesungen, wie ich sie hier mache, animieren. Es geht nicht darum, dass ihr viele von meinen Lesungen schaut oder überhaupt Lesungen von mir schaut oder irgendwelche anderen Bücher lest. Es geht darum, dass ich das Interesse in euch wecken kann, die Heilige Schrift zu lesen. Weil wahre Weisheit kommt durch das Studieren des Wortes Gottes. Wahre Philosophie ist das Studieren des Herzens Gottes, nicht das Studieren des Herzens der Menschen, wie uns in dieser Welt verklärt wird. Nein, aber Gottes Herz können wir nur studieren, wenn wir wissen, was er sagt. Und alles, was er sagt, hat er in 66 Büchern in der Heiligen Schrift zusammengefasst. Und die sollten wir uns tagtäglich zu Gemüte führen. Und von daher verbleibe ich mit der Bitte an unseren Herrn, dass er euch beschützen möge, behüten möge und segnen möge und dass ihr sein Wort verinnerlicht, lest und studiert. Bis zum nächsten Mal. Maranatha.